Kinder, das ist keine Zauberei, das ist Verarschung. Das ist eine Art von Mobbing und das kann man nicht unterstützen. Ich spreche mich hier an dieser Stelle ausdrücklich gegen Zauberei. Er kann auch zaubern. Er kann machen, dass du schläfst gleich, verstehst du? Es ist dieses Spiel von den drei Bechern und dem einen Würfel. Und du musst raten, unter welchem Becher der Würfel liegt. Hütchenspiel. Ah. Ja. Damit aber ihr auch eine faire Chance habt zu gewinnen, habe ich die Anzahl der Becher von 3 auf 1 reduziert. Das ist nicht persönlich gemeint. Das ist einfach nur für den Trick leichter. Also ein Becher und eine Bongo. Da kommt die Assistentin raus nachher. Okay. Aber neben dem Becher ist ebenfalls noch ganz wichtig, ihr könnt euch denken, und zwar der Würfel, richtig? Und der liegt bereits auf dem Becher. Ja. Also, fangen wir an. Hier. Also ich durchschaue es ja total, ja. Aber ich möchte die Illusion nicht, ich bin ja super schlau. Ich bin ja super schlau, also aus einem unangenehm schlauer, ja, aus einem besserwissermäßiger Typ. Aber Dark ist halt ein Holzkopf, ne? Ja, nee, aber und ich möchte ihm jetzt ja das Spielchen hier nicht kaputt machen. Ah, da hast du schon kurz Angst gehabt, als ich ja diesen gemacht habe, ne? Da war ich schon so. Habe ich schon kurz geschwitzt. Endgegner. Hier ist alles nass gerade, kann man nicht sehen, aber wirklich. Es ist, aber wir fangen quasi jetzt erst an. Ja. Okay? Also. Ich schüttel mal durch, das macht schwieriger. Ich gucke einfach ganz woanders hin. Ja, das stimmt. Ja, das passiert bei seinem Schuh. Ja. Nein. Also es gibt drei Orte, wo der Würfel sein kann. Ich war nur schon mal vor. Er kann in der Hand sein, unterm Becher oder in der Tasche. Okay. Also drei Optionen, wo er sein kann. Ganz wichtig, ist kein zweiter Würfel im Spiel. Naja, können wir mal in die Tasche mal reingucken, ne? Ja, du kannst gerne mal, ja. Also. Naja, guck mal weiter vorne. Da ist schon ein Zeug drin, aber ich habe jetzt... Genau. Aber da ist bestimmt kein Würfel drin. Genau, ist kein Würfel drin. Genau. Das hat er sich in die Unterhose reingesteckt. Guck mal nochmal genau. Also, ihr wisst, wie es läuft. Es ist entweder der Becher. Ja, meiner Meinung also du würdest auf Becher setzen, sagst du auch. Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich gerade mit der Kamera geflirtet, aber... Ich gebe dir nochmal kurz einen Hinweis. Also du kannst auf die Trommel setzen, in die Hand oder die... Ich darf jetzt nicht anfassen. Genau, also ihr müsst halt raten, dass es was sein könnte. Na, ich glaube immer noch, dass er... Ich würde auch Becher sagen, Alter. Sehr gut, sehr gut. Weil die meisten mit Hand sagen, das ist völlig falsch. Andere sagen Tasche, das ist auch falsch. Und die wirklich beharrlich auf dem Becher bleiben, die haben recht. Nee. Okay, das ist wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Ich hasse das. Ich mach's nochmal. Ich hasse Sachen, die ich nicht verstehe. Ich werde mir den ganzen Abend jetzt einfach mal beim Becher. Also wenn ihr Becher gesagt hättet und es ist oft der Becher, es ist tatsächlich der Becher, aber darum geht es schon lange nicht mehr, denn der eigentliche Trick dient natürlich der Ablenkung. Und dazu kommen wir jetzt gleich, Achtung. Denn wenn ich sage, dass ich den Würfel in meine Hand nehme, dann sagen die meisten schon, der hat den irgendwie unter den Becher gemogelt. Ne? Ist ja klar. Aber das ist Quatsch. Ne? Tatsächlich ist der Würfel nämlich erst hier und dann wandert er auf den Becher. Ah, ja. Ich habe falsch geguckt. Also erst im Nachhinein. Erst im Nachhinein. Ja, das ist ganz wichtig. Aber zum Glück haben wir es ja gefilmt, da können wir ja sehen, wer es gemacht hat. Ne? Du hast ja auf den Becher gehalten, ne? Ich mach's nochmal und ich sag euch ja, was passiert, dann wisst ihr, wohin ihr gucken müsst. Ich nehme jetzt diesen Zauberstab hier, diesen improvisierten Zauberstab. Und damit gehe ich um den Würfel und auf 3 verschwindet der Würfel wie von Zauberhand. Seid ihr bereit? Ja, allerdings. Auf 3. Vincent? Pass auf. 1, 2. Anfänger. Ich hab's nicht mal gemerkt. Aber ist Quatsch. Der Stift ist nicht mehr geweckt, der ist an deinem Knie. Genau da. Hast du es gemerkt? An deinem Knie erscheint der Stift. Ja. Vincent, aber es geht nicht um den Stift, es geht darum, dass der Würfel verschwindet. Er hasst es, weil er es nicht versteht. Ich weiß, es ist auch super viel. Ich hingegen verstehe es halt. Ja. Aber dieses ganze Spiel hat eigentlich nur dazu gedient, um euch, wie gesagt, abzulenken. Das ist das, was ich von vornherein gesagt habe. Denn es ging nie um den Würfel und es ging nie um den Becher. Das ist die nur der Ablenkung. Denn es ging eigentlich darum, dass unter dem Becher ganz zum Schluss die Zitrone erscheint. Krass, Alter. Das ist eigentlich das, was ich... Warte! Aber Ich bin nicht gemacht dafür. Es nervt mich einfach nur. Also die ist wirklich schon ziemlich... Ich freue mich auch nicht darüber, es nervt mich einfach nur. Aber das... Die Pasta, komm mal. Da ist doch eine Kartoffel. Was? Ja. Hä? Ich wollte doch eine Melone produzieren, das hat mir kaputt gemacht jetzt. Wenn ich das jetzt hochnehme, ist da drunter... Was ist da drunter? Eine Kokosnuss. Ja. Alter Schwede, scheiße, Mann. Ja gut. Ist da verrückt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Nicht über Kreuz, ne? Sonst. Verliert meine Zauberkraft. Ne?